Grüne Weisskopf, jetzt stellen wir das raus. Book, Schule und Erlebnissuche hier Halt gemacht. Ein rollendes Klassenzimmer. Warum das? Was ist das Ziel? Das Ziel ist, wir machen hier eine Präventionskampagne, wo rund 18'000 Schüler im Jahr uns besuchen. Wir zeigen ihnen ein bisschen den Verhaltenskodex auf, also sprich auch Unfallgefahren, sprich weisse Linien nicht überschreiten, Starkstrom, dass man nicht auf Bahnwagen aufsteigen sollte und dass man auch in den Abteil Ordnung soll haben, nicht die Füße oben soll haben und vor allem eben auch Vandalismus. Littering ist schon ein Thema und nachher zeigen wir auch zeigen, im Zusammenhang, dass Energie Schweiz unser Partner ist, wir ihnen auch zeigen, wo wir her wollen mit dem Stromsparen und Energiesparen allgemein. Hast du einen Aufruf aufgezählt? Also auf die Wege aufsteigen, das ist brandgefährlich. Das schlägt ganz grosse Funken. Das kann wirklich tödlich sein. Das ist tödlich, vor allem was ganz gefährlich ist. Man redet ab einem Meter Sicherheitsabstand, riskiert man, dass der Strom auf einem kann übergumpen kann. Sprich, es lenkt nicht erst oder es tätscht nicht erst, wenn man den Faden anlenkt. Es kann schon voran kann der Strom auf einem übergumpen und ist in der Regel immer tödlich. Und wenn wir es so aufschauen, wir sind jetzt nicht wirklich auf einem richtigen Perron, aber wir sehen hier eine weisse Linie. Die weisse Linie ist nicht einfach nur da, damit man eine weisse Linie zeichnet. Das ist auch ein Sicherheitsabstand, der sehr wichtig ist. Gell? Richtig, ist es so. Die Linie ist nicht etwa da, wo einfach das Perron etwas besser aussieht. Es ist wirklich da, dass man sagt, wenn man Zug noch nicht da ist, keine Züge eingefahren sind, dass man wirklich einfach an der weissen Linie steht, von Perronkanten einen gewissen Sicherheitsabstand hat. Und zwar aus dem Grund heraus, wenn ein durchfahrender Zug kommt, könnte er einen mitreissen. Darum sogar lieber noch ein paar Zentimeter mehr rein haben und nicht auf die weisse Linie stehen. Aber die soll ihm helfen, dass man auf der richtigen Seite steht. Ich habe jetzt immer ein bisschen angeschaut. Das ist kein graue Haar. So dürfte schon etwa 40 sein, he? Mit Taschen. Ja, ein Muckensäckchen mehr. Ich bin 64. Ich kann mich erinnern, ich bin viel Zug gefahren. Damals kam der Kondukteur, wenn du die Beine oben kannst, hat es runtergetan. Heute stelle ich fest, ein Haufen haben die Beine einfach da oben. Ist es schwieriger geworden, als Personal die Leute auch zum Anstand zu bewegen? Ja, es ist natürlich schon etwas schwieriger geworden, weil die Leute erleben natürlich auch etwas mehr Freiheiten. Und da ist natürlich, lässt sich auch keiner mehr etwas sagen, aber nicht trotz, die Füsse gehören am Boden, weil schlussendlich der Nächste, der gerne mit seinen sauberen Kleidern auch wieder sauber aus dem Zug steigen. SBB ist inzwischen eben im Vergleich zu meiner Zeit noch ein riesig logistisches Unternehmen geworden. Da läuft unglaublich viel zusammen und manchmal, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte, dann ist auch ein gewisses Unverständnis da. Üben Sie auch das ein bisschen? Geduld üben, wenn es mal nicht so läuft, wie es eben sollte laufen? Wir zeigen etwa aufzeigen, was etwa vorkommen kann, warum es vielleicht auch mal eine Verspätung geben kann. Aber sonst ist das eigentlich nicht unser Hauptthema, das wir hier im Zug kommunizieren bzw. moderieren. Welches sind jetzt eure Hauptthemen, die ihr im Zug machen? Also was würde jetzt, wenn du als Moderator bist, was macht dir am meisten Lust und Freude? Also für mich ist eigentlich der ganze Zug hochspannend, weil es ist wirklich Klassen sind so individuell. Die Interessen sind manchmal, die Schwerpunkte der Klassen sind ein bisschen verschieden. Also generell, ich könnte nicht einmal sagen, dass mir speziell ein Abteil super Spass macht. Ja, wirklich, der ganze Zug ist ein lässiges Produkt und einzigartig in der Schweiz. Ja, und was der René Weisskopf hier mit viel Engagement erzählt hat, das haben wir mit dem Moderator, mit dem Martin Künzler und der Oberstufe von der Schule Vivanti in einer Live-Reportage heute Nacht dürfen miterleben. Wenn ihr im Hintergrund ein kleines Brummen hört, dann sind das Stromaggregate. Und wenn ihr Flüstern im Französisch hört, dann ist das Simultanübersetzung für die Lehrerin. Ja, Schule halt live. Live in allen Facetten. Ich habe mich überrascht und bin mitgelaufen. Das Wort gehört jetzt Martin Künzler. Gut, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier auf unserem Schul- und Erlebniszug. Ich freue mich, dass ihr kommt. Mein Name ist Martin Künzler. Ich wohne in Sevelen und es freut mich natürlich, einmal im Jahr in meiner Heimat zu sein. Und wir versuchen miteinander etwas zu lernen, aber auch Spaß haben an diesem Schul- und Erlebniszug. Wer ist schon mal gewesen bei uns? Du bist schon mal gewesen. Vor wie vielen Jahren? Weiß nicht mehr, ich war mit meiner alten Schulklasse. Gut. Also, es ist viel Neues. Es geht ein bisschen um eure Sicherheit. Dann geht es auch um Strom, Energie
um eure Zukunft, dann auch ein bisschen um die Werte bei Mobilität. Gut, wir gehen jetzt auf einen Bahnhof und dann schauen wir uns weiter. He? Die Lehrerin, sie darf Bilder machen. Nur sie, ja. Gut. Achtung. Ja, dürfen wir schnell durch, bitte. Ja, wir sind hier auf einem Bahnhof. Was hat es auf dem Bahnhof Wichtiges? Oder auf was muss man achten, wenn man auf dem Bahnhof ist? Stromleitungen anfassen. Stromleitung nicht anfassen, ja, hoffentlich nie, ja. Dann? Nicht auf das Gleis gehen. Jawohl, also auf dieser Seite stehen, nicht auf. Gleis? Okay. Nicht auf das Gleis gehen. Also wichtig, immer auf der richtigen Seite, nicht über die weiße Linie laufen, nicht das Gleis überschreiten, nicht in der Nähe der Hochspannung sein und möglichst auf dem Perron einander nicht drängen und ruhig, sehr konzentriert sein. Das ist unser Ziel. Jetzt möchten wir uns einen Film anschauen, wo ein bisschen die Themen sind. Leider nicht alles Hochdeutsch, sondern es hat auch Dialekt. Aber ihr seht die wichtigsten Punkte. Bedeutet für mich, dass man möglichst einfach vom einen Zielort zum anderen kommt und auch möglichst mit wenig Aufwand. Für mich sehr wichtig, da ich unabhängig sein möchte. Ja, Mobilität ist sicher auch die Freiheit von jedem, dass er dann dort hergehen kann, wo er will. Mobilität, normalerweise für mich eigentlich das Auto. Was ist das Kleinste? Machst du denn mit dem Auto? Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man auf dem Land wohnen kann, in der Stadt arbeiten oder umgekehrt. Öffentlicher Verkehr bedeutet für mich mobil sein, ohne müssen ein Auto zu haben. Zug. Busse und was hat du? Tram. Auch Schiff gehören dazu, Kunden zum Teil auch. Einfach alle Sachen, die man kann, die alle benutzen können. Ob es Regeln gibt im öffentlichen Verkehr? Man kann nicht laut rumschreien oder laut Musik hören oder so. Spielet. Man darf nicht rauchen drinnen. Oder dass sie auch die Sitze verdrecken und so mit ihrer Esserei. Vielleicht älteren Leuten Platz anbieten, wenn es keinen Platz mehr hat oder so. Das ist eine Art, wo verschiedene Leute aufeinander treffen. Und es ist wichtig, dass man Sorge aufeinander hat. Einfach Anstand und Respekt haben gegenüber den anderen. Das Zeug nicht kaputt macht, und Sachen vertagt, Scheiben verkratzt. Aufgeschlitzte Stühle im Bus hin zum Beispiel. Ja, ich glaube, Vandalismus kann immer gut heissen. Was könnten wir machen? Vielleicht Zivilcourage fördern. Kameras dort, das ist halt einfach schon zumindest. Dann hört es auch irgendwann auf, weil sonst fühlt man sich auch irgendwo zu kontrolliert jetzt in den Zügen und in den Bussen. Du kannst Scheiß machen am Bahnhof, oder? Also Skateboard fahren zum Beispiel, eher unnötig. Das heisst, ich halt, wenn man aufs Gleis fallen kann. Sich daran halten, nicht über Gleis laufen, Unterführungen, Überführungen nicht so. Weil es manchmal reizt, die Abkürzung zu nehmen. Bei den kleinen Kindern ist sicher eine grosse Gefahr. Dass man hinter der Sicherheitslinie steht, dass man vor den Zug geht. Also wenn man die Regeln beachtet vom Bahnhof, dann finde ich es nicht gefährlich. Ich trage Verantwortung im Geschäft. Für meine Kinder und für die Umwelt. In der Familie, das erlebt man jeden Tag, dass man Verantwortung über etwas hat. Ja, dass man niemandem schadet, ist Verantwortung, auf jeden Fall. Ja, dass man sich bewusst ist, was das Handeln für Konsequenzen hat. Es gibt zwei Sachen, die ich noch speziell mit euch anschauen möchte. Die Starkstrom-Sache und das Überschreiten der Gleise, weil es sehr häufig vorkommt. Wisst ihr, wie viel Strom das von der Steckdose rauskommt? 230 Volt. Was kommt hier? Damit der Zug fahren kann? Was denkt ihr, wie viel Strom braucht jetzt der Zug? 15.000 Volt. 15.000 Volt. Wie? Pro Mal oder die dreimal? Nein. Die Spannung. Die Spannung. Die Spannung. Wer hat Mut von euch? Wer ist mutig?
freut mich, kommt mit mir. Wir möchten euch gerne mal zeigen, wie viel Kraft 15.000 Volt hat. Nein, hat natürlich keinen Strom drauf. Das ist nur zur Demonstration. Ja, kein Strom. Aber ihr seht mal, wie viel Kraft Strom hat. Zu Hause, wenn ihr, oder in der Schule, wenn ihr den Strom, schmeckt ihr den, riecht ihr den oder seht ihr den? Oder hört ihr den? Ja, man hört ihn so. Manchmal, ja. Aber normalerweise hört man ihn nicht, sieht ihn nicht. Darum ist es auch gefährlich. Jetzt hat euer Kollege mal die Möglichkeit, so eine Fahrleitung einzuschalten. Aber es kommt kein Strom. Aber damit ihr seht, 15.000 Volt, das ist etwas wirklich Gefährliches. Du kannst da hier eindrücken und dann da so hochziehen. Ganz oben. Ja, ganz oben. Nicht erschrecken. Warten, bis es wieder Licht gibt. Dann kannst du wieder ausschalten. Toll gemacht. Merci beaucoup. Also, normalerweise klatschen wir, wenn einer so viel Mut beweist und den Strom einschaltet. Hä? Gut gemacht. Das zweite Sache, das möchte ich auch zeigen oder erklären, das ist, wenn man über das Gleis läuft. Das darf man ja nicht, das ist verboten. Nie über ein Gleis laufen. Weder springen, noch auch wenn man schaut, links und rechts, es ist zu gefährlich. Der Lokführer, der hat nie die Chance, vor dem Hindernis anzuhalten. Wenn ich jetzt vergleiche, wenn ihr in einem Auto seid und fährt die Hauptstraße nach Sargans und der Zug fährt auch mit 80 und das Auto mit 80, was denkt ihr, wie viel mal länger hat der Zug, bis er angehalten hat, wenn er einen Nothalt macht? 10 Mal. Wie viel? 10 Mal. Gratuliere! 10 Mal länger hat der Zug zum Anhalten. Genau. Jetzt möchten wir das mal anschauen, was passiert, wenn man über die Straße geht. Denkt dran, nie über das Gleis laufen. Wenn das Lichtsignal bei den Barrieren bei euch leuchtet, blinkt, muss man vor der Barriere stehen. Und erst wenn das Blinklicht löscht, darf man über das Gleis laufen. Alles, das muss eingehalten werden, sonst ist es gefährlich. Auch wenn es manchmal nervt, wenn man lange warten muss, es pressiert, ich muss in die Schule, die Zeit drängt, man darf das nicht. Wir schauen das mal an, was passieren kann. Wir haben nicht eine Person natürlich auf das Gleis getan, das wäre viel zu brutal, sondern ein Schrottauto. Ein Schrottauto ohne Fahrer, damit ihr seht die Auswirkungen. Genau das Gleiche, wenn ihr auf der Straße seid, das Lichtsignal ist rot, darf man nicht über die Straße laufen. Das ist verboten. Macht das nicht. Ihr habt ein Leben und das müsst, zu dem müsst ihr Sorge tragen.
Ja, es ist so. Darum ist das so gefährlich. Wenn ich die volle Luft hätte hier, dann würde ich das Gleichgewicht verlieren und würde eventuell, wenn ich zu nahe im Gleis bin, ins Gleis fallen. Darum wichtig, immer auf dieser Seite stehen. Nicht auf der weißen Linie und noch weniger hier. Macht das, ihr werdet es mir danken, wenn ihr das so einhaltet. Lecker! Hä? Das ist immer toll, die Reaktion, wenn man in diesen Wagen kommt. Wie sagt man dem? Als Begriff. Da alles kaputt, geschmiert. Vandalismus. Vandalismus. Und immer alles am Boden geschmissen, das ist auch etwas Schreckliches, das ist ein englisches Wort. Littering. Hä? Man schmeißt alles auf den Boden, das ist schrecklich. Denkt dran, wir freuen uns, wenn ihr mit dem Zug fährt, auch auf die Schulreise geht. Ihr dürft alles machen. Freude haben, etwas trinken und etwas essen, aber den Abfall mitnehmen aus dem Zug oder in die großen Kübel, nicht auf den Boden. Und vor allem auch nicht den Kaugummi auf den Sitz kleben. Und die Füße gehören auf den Boden und nicht auf das Polster. Das sind unsere Bedingungen. Wir haben nicht viele, aber diese müssen eingehalten werden. Wir geben uns Mühe, zum Beispiel mit der Videoüberwachung, dieses Tafel, das hat es auch vor den Schulhäusern und vor den Gemeinde, öffentlichen Bauten. Das ist eine Videokamera, zeichnet im Zug, praktisch in allen Zügen auf, was passiert. Das schauen wir uns dann nachher in einer Unterführung an. Wir geben uns Mühe, wir helfen euch auch, möglichst sicher von A nach B zu kommen. Zum Beispiel da mit dem SOS-Knopf. Da könnt ihr so reindrücken. Und da meldet sich die Transportpolizei in Olten. Die ist 24 Stunden besetzt. Und die hilft euch weiter, wenn ihr ein Problem habt. Zum Beispiel, dir ist ein Portemonnaie geklaut worden im Zug. Oder eine Person wird ohnmächtig oder sowas und braucht Hilfe. Weil die gelbe Tafel da, der Selbstschutz, da muss man selber etwas machen. Da hilft ihm niemand. Es kommt kein Kondukteur, kein Zugleiter kommt vorbei, sondern man muss selber aktiv werden. Auch in einem Bus, wenn ihr ein bisschen Angst habt und zum ersten Mal Bus fahrt, nicht zu hinterst im Bus sitzen, sondern ein bisschen in der Nähe des Chauffeurs. Der sieht dazu, was mit euch gemacht wird, wenn ihr ein bisschen ängstlich seid. Das ist eine Möglichkeit. Was meint ihr? Das ist zwar eine schwierige Frage, aber ich frage euch mal. Wer zahlt diese vielen, vielen Schäden, mutwilligen kaputt machen? Also wir, die Steuern zahlen. Wir, Steuern zahlen? Das könnte sein. Die Versicherung. Welche? Von dir? Die von der Person, die hat le Material. Nein, alle müssen zahlen, die mit dem ÖV reisen. Also alle, die ein Abo lösen, eine Fahrkarte, ein Generalabonnement, ein Halbpreisabonnement, alle die müssen die Schäden bezahlen. Und das ist ungerecht. Das ist sehr ungerecht. Und mich ärgert das manchmal, dass man das für solche Leute machen muss, die wirklich keine Sorge tragen zu unserem Inventar. Das erste Mal darfst du alleine gehen und
hast du mit deiner Freundin in Sargans am Bahnhof abgemacht. 14.30 Uhr. Du fährst im Bus, 14.15 Uhr weg oder wolltest. Jetzt fährst du mit dem falschen Zug Richtung Altstetten, also in die gegensetzte Richtung. Was machst du? Damit du einigermaßen gut aus der Sache rauskommst. Also wenn ein Kontrolleur kommt? Oder nein, einfach offen ja, so. Dann steige ich in Altstetten wieder raus. Ja. Dann brauche ich ein Billett, weil ich fahre ja eigentlich. Mhm. Das ist nicht so wichtig, aber... Aber danach steige ich halt wieder in den anderen Zug. In den richtigen Zug nach Sargans. Ja. Machst du noch etwas? Hast du ein Handy? Ja, dann schreibe ich halt meiner Kollegin, dass ich ja halt schon später komme. Das ist klasse. Also, du verständigst mal deine Kollegin, dass du eine halbe Stunde später kommst. Sie solle dort warten. Du hast sie verständigt. Das ist gut, weil sie wartet. Sonst macht sie sich Gedanken. Schreibst du oder telefonierst du noch jemanden? Nein. Deiner Mutter nicht? Nein. Also ich würde es jetzt nicht machen. Nicht machen. Weil ich ja nicht mit ihr abgemacht habe. Außer es fährt erst eine Stunde oder zwei später einen Zug. Wenn's länger ist, genau, das wäre eine Möglichkeit. Jetzt kann ich dir so sagen, warum das auch wichtig ist. Weil die Kollegin, du hast mit dir selber das erste Mal genug selber zu tun und es geht über längere Zeit, bis du der Kollegin schreibst oder sie schaut nicht unbedingt schnell auf das Handy. Dann ruft sie vielleicht deinen Eltern an. Und dann deine Mutter erschreckt, weil sie meint, du wärst in Sargans und bist nicht dort. Und wenn du jetzt noch kurz ein WhatsApp deiner Mutter machst, ich bin falsch gefahren, ich bin eine halbe Stunde später in Sargans, aber du musst dir keine Sorgen machen, das wäre gut. Das wäre gut. Und noch ein Gratis-Tipp von mir als alter Mann. Wenn ihr das erste Mal reist, nehmt doch ein so Kartönchen oder ein Papier in den Sack oder in den Hosensack, wo die Telefonnummern zum Beispiel der Eltern und der Kollegin draufstehen. Dass wenn man etwas hat, zum Beispiel auch ein medizinisches Problem, das kommt vor, damit der Kollege, der euch schaut, oder der Sanitäter oder der euch hilft, eine Ansprechperson hat. Das wäre schon was Gutes. Hä? Okay, noch eine Frage zum Reisen. Dann gehen wir jetzt in eine Unterführung. Und acht beim Eintreten in den Raum nicht erschrecken. Hier hat es zwei, drei Sachen, die für uns als Mitarbeiter der SBB wichtig sind. Erstens, die Transportpolizei. Die hilft euch reisen, vor allem am Wochenende, in der Nacht, die Sicherheit. Zweitens auch zum Beispiel die Transportpolizei, wenn ihr Auskunft braucht, könnt ihr euch an sie wenden. Sie sind immer zu zweit unterwegs. Warum ist immer eine Frau dabei? Es ist immer eine Frau dabei. Zum Beispiel, dass falls eine Frau halt Hilfe braucht, und durchsucht werden muss, darf ja kein Mann irgendwie... Nein. Hervorragend! Ja genau, das ist der Grund. Hä? Gratuliere! Ein cleveres Bürschchen bist. Also, das ist so. Personenkontrollen, Frau, Frau, Mann, Mann. Das ist so vom Gesetz her. Die Transportpolizisten sind bei der Kantonspolizei ausgebildet worden und werden dann von der SBB übernommen und arbeiten für uns. Sie sind unterwegs, vor allem eben in der Nacht. Sie sind auch voll ausgerüstet mit Pistole, Pfefferspray, Mehrzweckstock und Handschellen. Das ist ihre Ausrüstung, eine Frau ist dabei. Wir möchten uns jetzt kurz schnell anschauen am Bildschirm, was für Aufgaben und was die Transportpolizei so treibt. Videoaufnahmen, das sieht man, euren Kollegen, wird nicht aufgezeichnet, nachher ist fertig. Muss keine Angst haben, es wird nicht aufgezeichnet. Aber nur zum Schauen, dass die
Bilder sind sehr gut. Jetzt schauen wir die Aufgaben. Die Schweizer Fernsehen hat für die Rundschau einen Film gedreht. Polizei aufgebaut und die sind dann denen hinten an. Haben sie aber nicht verwünscht, jetzt müssen wir einfach die Videos auswerten. Die Jugendlichen sind am Boden gelegen, zu viel Alkohol getrunken. Und dann sind Jungs da durchgelaufen und haben miteinander Zoff gekriegt. Und dann haben eben die Jugendlichen dann mit den Füßen nach ihnen geschlagen am Boden. Das ist natürlich nicht so lustig und vor allem, erstens darf man das nicht. Wir kennen die Null-Toleranz-Grenze im ÖV. Wir fragen also nicht, hast du dreimal zugeschlagen oder nur zweimal. Es gibt Null-Toleranz. Wir möchten euch, euren Eltern, möglichst eine ruhige Fahrt gewährleisten. Damit ihr, wenn ihr zum Beispiel auch später oder Eltern in Zürich ein Konzert besucht, nach Bux reisen, damit sie ruhig und sicher fahren können. Wir möchten nicht, dass Leute belästigt werden im Zug. Das andere möchte ich noch sagen, Abfallentsorgung, wenn ihr auf einem Bahnhof seid, bitte PET, Alu, Glas, Papier richtig ins richtige Loch schmeißen. Wir haben ungefähr 80 Tonnen Abfall pro Tag, das ist sehr viel. Und wir möchten so viel wie möglich recyceln. Darum sind wir angewiesen, dass wir den Abfall in das richtige Loch schmeißt. Wir machen Strom. Und zwar 1000 Watt. Das ist so viel wie das Licht, die Energiesparlampe. Wir tun das da in die Mikrowelle und nach 3 Minuten gibt es dann einen großen Sack Popcorn. Das dürft ihr dann auch nach dem Quiz essen. Hä? Das schenken wir euch. 3 Minuten ist die Stromzufuhr. Hä? Schaut immer ein bisschen auf die Lampe. Die Lampe, wenn die brennt, ist genug heiß drin. Achtung, fertig, los! Gratuliere! Das war eine super Leistung. Eine ganz großartige Leistung. Jetzt wäre ich froh, wenn ihr an die Wand stehen würdet und das Gerät nicht mehr bewegen würde. Und darum hier auch das Resultat. Der Sack ist voll. Hä? Schaut mal, das habt ihr so heiß. Kannst mal. Boah. Das habt ihr alleine gearbeitet. Hä?
Oh, cool. Wow. Jetzt noch schnell eine Zusatzfrage. Zu Hause, wo ihr wohnt, gibt es viele Geräte, die über 1000 Watt brauchen. Die brauchen wir zu unserem Luxus, zum Wohnen. Die sehen wir jeden Tag und die brauchen wir auch jeden Tag, damit es uns gut geht. Was denkt ihr? Was für Geräte, denke ich? Waschmaschine. Ja, perfekt. Nein. Spülmaschine. Spülmaschine. Du tust nicht gerne abwaschen. Hä? Nein. Eben. Danke vielmals. Kühlschrank, Gefrierschrank. Kühlschrank, Gefrierschrank. Für das Gelati. Hä? Waschmaschine. Ja, super. Du hast gern saubere Wäsche. Jawohl. Hey, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was du machen würdest, wenn es keine Energie gäbe? Du brauchst sie nämlich für fast alles. Wenn du deine Haare föhnst, in deinem Zimmer die Heizung aufdrehst oder mit deinem Töff zur Schule fährst. Pass mal auf, Junge. Ich fahre doch immer mit dem Velo zur Schule. Weißt du, Schlammer, überhaupt, was Energie ist? Ja, so einfach ist das nämlich gar nicht. Energie kommt in vielen Formen vor. Wir nutzen sie aber meist als Strom, Benzin oder Heizöl. Nutzbare Energie herzustellen ist sehr aufwendig. Elektrischer Strom zum Beispiel wird in Kraftwerken erzeugt, in der Schweiz in Wasser-, Wind- oder Kernkraftwerken. Oder wir erzeugen Strom mit Hilfe von Solaranlagen auf den Dächern. Via Stromleitungen kommt dieser dann bis in die Wohnung. Benzin und Heizöl hingegen werden aus Erdöl gewonnen. Viel davon wird im Nahen Osten und in Russland gefördert. Via Schiff, Rohrleitungen und Lastwagen gelangt es in die Raffinerien. Das sind Fabriken, in denen das Erdöl erhitzt und in Benzin, Heizöl oder andere Stoffe umgewandelt wird. Die Förderung, der lange Transport und die Verarbeitung benötigen bereits eine Menge Energie und dabei entsteht viel Kohlendioxid. Na, wie sieht's aus? Weißt du, was Kohlendioxid ist? Kohlendioxid ist ein Gas, das in der Luft vorkommt. Durch die Verbrennung von Benzin oder Heizöl nimmt der Anteil in der Luft aber stetig zu. Dies führt dazu, dass die Wärme der Sonnenstrahlen schlechter ins Weltall zurückstrahlen kann. Und so wird die Erde wärmer und wärmer. Zudem ist Erdöl nicht erneuerbar. Es ist über Millionen von Jahren entstanden. Und irgendwann wird es aufgebraucht sein. Echt interessant. Das war mir nicht bewusst. Sind das die Gründe, weshalb wir in Zukunft auf erneuerbare Energien setzen wollen? Ja, genau. Du hast es begriffen. Erneuerbare Energien haben viele Vorteile. Sie kommen lokal überall vor und es entsteht fast kein Kohlendioxid. Erneuerbare Energien können wir verbrauchen, so viel wir wollen. Aber hey, Frau Schlaumeier, das dann doch nicht. Je verschwenderischer wir mit Energie umgehen, desto mehr Kraftwerke und Anlagen müssen wir doch bauen. Ja, das stimmt. Du hast natürlich recht. Wir sind alle gefragt. Gemeinsam müssen wir sparsam mit Energie umgehen. Nimm doch mal das Velo anstatt dein zukünftiges Elektro-Töff. Der Deal steht, wenn du dafür Lichtgeräte nur einschaltest, wenn du sie auch wirklich brauchst. Abgemacht. Energie ist wertvoll und das Klima auch. Wenn wir alle sorgsam mit ihr umgehen, können wir beruhigt in die Zukunft blicken. Seid ihr auch dabei? Ja, das ist die Zukunft mit der Stromenergie. Es gibt drei Faktoren dieser Energie. Das erste ist die erneuerbare Energie, das ist unser Wasser, Wind und Sonne. Das haben wir in der Schweiz selber. Das können wir abrufen. Wasser haben wir sehr viel, dann Wind. Heute Morgen hat es ja sehr stark gewindet. Und die Sonne, wir hatten einen tollen Sommer mit viel Sonne. Das hat uns sehr viel Strom gebracht. Auf der anderen Seite, das ist die nicht erneuerbare Energie, die brauchen wir noch, das haben wir noch nicht als Ersatz, noch nicht genug. Heizöl, Schweröl, Gas, Benzin, Diesel. Also ein einfaches Beispiel mit dem Auto, wenn ihr mit den Eltern einen Ausflug macht mit dem Auto, irgendwann muss der Vater oder die Mutter Benzin,
tanken wieder, weil man das nur einmal brauchen kann, es verbrennt. Hm? Es verbrennt und dann ist der Tank leer. Das ist die nicht erneuerbare Energie. Das müssen wir kaufen, importieren und da sind wir abhängig. Und das wird auch immer weniger. Und jetzt noch die graue Energie, für mich fast das Wichtigste. Was ist graue Energie? So, nicht ganz erneuerbar, aber nicht ganz nicht erneuerbar. Ja, das könnte man meinen, aber es ist der Transport und die Verpackung. Ganz ein einfaches Beispiel, zum Beispiel mit Red Bull. Red Bull wird ja bei uns in Wittnau, das ist 20, 30 Kilometer von hier weg, abgefüllt in Aluminiumdosen. Das Red Bull, der Inhalt, wer hat das schon getrunken bei euch? Eben, alle, hä? Getrunken, der Inhalt ist nicht so viel, aber die Verpackung, die ist sehr teuer. Aluminium kommt von Australien. Australien kommt als Bauxit, das ist Stein, nach Europa und wird zu Aludosen gemacht. Und eine Zahl zum Beispiel hier vom St. Galler Rheintal, also von Wittnau und Enneter Grenze auf der anderen Seite von Rankweil, da gehen rund 5 Milliarden Dosen jedes Jahr in die weite Welt. Wir trinken das in Alu. Meine Frage an euch. Wenn wir jetzt PET nehmen, warum nehmen wir Alu? Das ist ein sehr teures Metall. Wieso nicht etwas einfach oder Glas, das wir selber machen? Weil man Alu auch wieder benutzen kann. Wir machen das gut, super. Also wir recyceln das Ganze. Perfekt. Aber wieso jetzt nicht Glas? Glas recyceln wir auch. Weil es vielleicht einfacher ist, recyceln. Nein, das wirst du staunen, warum. Die Jungs und Mädels in eurem Alter, die wollen das in Alu. Das sieht cooler aus. Es ist vielleicht ein bisschen länger kühl, der Inhalt des Getränkes. Und es sieht cooler aus als PET oder Glas. Und Glas ist zu gefährlich an Events und am Abend wegen der Bruchgefahr. Aber ihr könnt mithelfen, zum Beispiel graue Energie zu reduzieren, indem ihr die Erdbeeren oder Spargeln erst im Mai, April, Mai isst, wenn sie bei uns reif sind. Das wäre was Tolles. Und nicht schon im Januar, wenn die Ware aus Marokko, Israel und diesen Ländern kommt. Das wäre wirklich was Gutes. Oder auch die Äpfel. Die Äpfel essen bei uns, wir haben sehr viele Tafeläpfel und trotzdem essen wir sehr viele Äpfel aus Südafrika. Nehmt euch Zeit. Die Fragen könnt ihr auf Französisch und Italienisch anschauen. Wir haben bald alle Sprachen hier, damit ihr das richtig macht. Hey! Toll gemacht! Eben, habe ich auch gesagt. Wir lassen LED, jawohl! Jungs, hey, super, super! Dübach! Dübach, das ist nicht Trübach, Dübach! Dübach, das ist bei Arbon. Die nächste Station ist da. Jetzt noch Zürich Hallenstadion. Nein! Da nehmen wir doch das Auto nicht. Da. Ist damit auch schon.
Intersektion. Sehr gut. Schon ja. Fertig? Nein. Ja? Aber guck mal, sieben Gramm CO2. Ja, aber... Oh, Entschuldigung. Aber wenn wir nur für Energie brauchen... Hätte ich auch gemacht, das nicht, aber das hätte ich auch gemacht. Und was ich Freude habe an euch, ihr habt in Zürich, von Zürich Hauptbahnhof zum Hallenstadion das Tram genommen. Das ist nach einem Konzert oder nach einem Eishockeyspiel, wenn viele Leute zur gleichen Zeit rausgehen auf das Verkehrsmittel, auf das ÖV oder auf das Privatauto, ist das Tram das schnellste und beste Transportmittel. Gut gemacht, Jungs. Energie, Geschwindigkeit, das ist ÖV. Man braucht immer ein gültiges Billett, wenn man alleine reist. Wenn ihr mit den Eltern mal fortgeht, könnt ihr mit der Juniorenkarte fahren. Da braucht ihr keine Fahrkarte, da brauchen die Eltern ein gültiger Fahrausweis mit der Juniorenkarte und die Großeltern das Gleiche. So, jetzt wird es wundervoll, darf ich sagen, bin ich immer mächtig stolz auf das nächste Sache. Wir Schweizer, wir sind stolz auf das, was wir in 20 Jahren erarbeitet haben. Die Schweiz alleine hat einen Tunnel erstellt, 20 Jahre, den Gotthard-Basistunnel. Und wir haben ihn letzten Dezember eingeweiht. Wir fahren seit Dezember durch, in gut 20 Minuten durch die 57 Kilometer. Und da möchte ich euch wirklich ein Erlebnis bieten in diesem Tunnel. Das könnt ihr genießen. Und jetzt brauche ich noch eine Person, die mir hilft. Du darfst etwas machen, das du in deinem ganzen Leben nie mehr machen kannst. Nie mehr! Das sage ich einfach so. Du kannst mir sagen, ob ich da falsch liege, aber ich sage mal, etwas ganz Einzigartiges und genieße diesen Augenblick, wenn wir das machen. Hä? Hat jemand Angst vor der Dunkelheit? Nein. Also, wir sind hier im verkleinerten Gotthardtunnel. 20 Jahre lang haben rund 2.500 Mineure diese beiden Tunnelröhren mit vier Tunnelbohrmaschinen, die sind je 400 Meter lang, jede Tunnelbohrmaschine, die eine, die Original, die Sissi steht übrigens vor dem Luzerner Verkehrshaus, kann man anschauen, und da sieht man auch, wie wir klein sind vor einer solchen 12 Meter Durchmesser dieser Maschine, kann man schon sagen, oder dieser Fabrik. Zwischendurch wurde gesprengt und wir haben jetzt die Möglichkeit, dank eurer Kollegin, die wird nachher den Weg uns in den Tunnel freisprengen, damit wir nachher in diesen Tunnel können. Wir müssen warten, bis der Sprengalarm kommt. Und jetzt darfst du runterdrücken und nachher loslassen. Warte noch schnell. Wenn man sprengt, es ist so, das ist eine Tradition. Applaus, wenn das gut gegangen ist. Und wir gehen jetzt, dürft ihr immer zwei und zwei so in eine Tunnelnische liegen. Und dann geht's weiter. Immer zu zweit in eine Tunnelnische liegen. Langsam aufpassen. Jetzt eine Frage, wie können wir das Französisch laufen lassen? Wollen Sie den französischen Kommentar? Italienisch oder Französisch? Ist sie übersetzt? Also Deutsch
oder Französisch oder Italienisch? Sie dürfen sagen? Deutsch. Deutsch, gut. Also, genießt den Moment. Gotthard, ja? Bewegt das sich? Wie? Also, wackelt das? Nein, wackelt das. Das ist wie ein Karussell. Ich werde jetzt an das Karussell anstellen. Das bedeutet, dass alle sich festhalten, nach hinten liegen, so ganz fest. Patti, du hast den Osa, das Karussell. Achtung, das Karussell geht los. Achtung. Jonathan. Dieses Sandhaufen stellt das Gotthard-Massiv dar. Ich würde also im Kanton Uri stehen. Und ich im Tessin. Um zum ersten Gotthard-Tunnel zu gelangen, muss die Bahn zuerst auf 1000 Meter über Meer ansteigen. Das sieht man in unserem Modell gut. Der Tunnel ist somit viel kürzer, als wenn man ganz unten im Tal bleiben würde. Und wo ist hier der Tunnel? Der Tunnel ist hier. Nämlich genau 800 Meter unter uns verläuft der neue Gotthard-Basistunnel. Wir reisen also sicher und sehr schnell ins Tessin und zurück. Das ist nicht nur für die Schweiz, sondern für ganz Europa ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Der Gotthard-Basistunnel ist nicht nur für den Personenverkehr wichtig. Der Güterverkehr wird noch mehr auf die Schiene verlagert. So wird die Umwelt entlastet. Mit nur einem einzigen Güterzug können problemlos bis zu 1600 Tonnen gleichzeitig und rasend schnell transportiert werden. Das ist so viel wie mit 40 Lastwagen. Das ist super für die Umwelt. Umwelt ist also ein gutes Stichwort. Beim Bau des Tunnels und seinen Zufahrtsstrecken wurde darauf geachtet, dass respektvoll mit der Natur umgegangen wurde.